なかなか悪くない場所だな。来い、来てこれを見ろ。調べによれば、この輸送機関は今井の町を抜けて中山道まで入ったらしい。町の漁師だけの仕業ではなさそうだな。黒幕の見当は？そう単純じゃないらしい。ここら一帯を治めているのは矢部大名だ。戦が終わってからは上様への忠誠心はほとんど見せていない強力な大名だ。影様かもしれんな。今井の町へ向かった方がいいか。この時期はあの辺りは寒いはずだ。この件は拙者が片付ける。雪殿に話があると伝えてくれ。その必要はない。もう扉の前にいるよ。本当か？何も聞いてないよ絶対。落ち着いて雪殿。隼人殿、外の男に話してくれ。彼が最初の賃金を払ってくれる。じゃあまたな。どこに行ったの？一緒に行っちゃダメ？拙者と一緒に来てほしい。雪殿、君の専門技術がこの任務には不可欠なんだ。どんな任務？ちょっとした盗みだ。うまくやってのけたら我々の部隊に歓迎しよう。そして隼人殿が君を教えるように掛け合ってやろう。本当かい？それなら私の実力を見せてあげるよ。お侍さん、そうしてくれ。では計画を教えよう。兵士たち、ここの人たちじゃないね。同感だ。あれは城下町の警備団の奴らに違いない。さあ、ここに来た目的は覚えているか？ここの地区役所に侵入して重要人物を見つけて、その人から書類を盗む。よくできた。この任務を成功させるには君にはスリとして働いてもらわないといけなくなるかもしれん。あとこれを持っていくがよい。隼人殿に君のために作らせたんだ。これは鍵縄。ありがとう、お侍様。さあ始めようぞ。役所はこのすぐ先だ。大通りは避けた方がよかろう。君には見張りをしてもらいたい。屋根の上を歩いてくれ。拙者はその下をついていく。何か問題があれば事前に拙者に知らせることができるからな。はい、お侍様。完了したら酒の醸造所で落ち合おう。さあ始めよう。Und damit willkommen zurück im Spiel. Wir sind in Imai. Lange ist es her. Ich bewundere nebenbei eure Geduld, dass ihr immer noch hier seid. Mit der letzten Episode habe ich es, glaube ich, mit dem Laden und Speichern ein wenig übertrieben, muss ich gestehen. Aber ich kenne ja das Spiel auch nicht. Und dementsprechend wollte ich verschiedene Taktiken versuchen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht allzu böse gewesen. Wenn wir nebenbei mal die Karte anschauen, wenn ich jetzt einen Mauszeiger hätte, irgendwie verschwindet der Mauszeiger während des Ladens. Ich hoffe auch, das Laden funktioniert und ich plappere hier nicht einfach sinnlos. Denn es könnte durchaus sein, dass mir Fraps hier wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Aufgrund dessen, dass er da irgendwie mit einem Frame rechnet, dann die Bilder komprimiert und das einfach zusammennimmt, obwohl es eine Minute ist, sind es nur 3 Sekunden bei Fraps. Ach, egal. Was ich erzählen wollte, bei ihm, wenn wir jetzt die Karte anschauen, dann führt der Weg, würde ich mal behaupten, so wie meine geografischen Kenntnisse sind, nach Tokio. Also da, wo der rote Strich rechts endet, ist, glaube ich, mich zu erinnern, ungefähr Tokio. Weil wenn das unten der Seebucht gefangen der Vulkan ist, dann ist das Fujiyama.
ein weltbekannter Vulkan. Den sieht man auch von Tokio aus. Also ich habe ihn von Tokio aus gesehen, auf dem Turm. Soll angeblich nur irgendwie, glaube ich, 10 Tage im Jahr stattfinden. Irgendwie hatte ich, weiß auch nicht, alles Glück der Erde. Denn ausgerechnet, als ich in Tokio war, konnte man den Vulkan sehen. War ein sehr erhabener Anblick. Was weniger erhaben war, ist, wenn man dann in Tokio auf diesem Fernsehturm steht und dann, es ist wirklich egal, in welche Richtung ihr schaut, ihr seht über Kilometer, und ich übertreibe jetzt wirklich nicht, über Kilometer, und das sind wirklich Kilometer, also hunderte von Kilometer gefühlt, seht ihr nichts anders als Häuser. Hochhäuser, Hochhäuser, Hochhäuser. Also gefühlsmäßig, jetzt habe ich eine Mauszeige, gefühlsmäßig von Tokio bis hier waren es nur Hochhäuser. Also wirklich, ich würde behaupten, das waren vom Sichtfeld mindestens 100 Kilometer, wenn nicht mehr, die ich da über die Stadt blinken konnte. Das müssen verschiedene Städte gewesen sein. Und das war einfach nur Hochhaus, 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 Hochhaus. Gefühlt ein unglaubliches Hochhaus mehr. Also jemand, der in der Schweiz verdankenswerterweise geboren ist und, naja, unsere größten Städte haben unter 1 Million. muss ich sagen, es war ein bisschen befremdlich. So, genug darüber. Gehen wir ins Spiel. Ach, ich mag die Kleine. Ich mag die Kleine einfach. Ich finde die süß. So. Das Spiel hat sich den Temperaturen draußen angepasst. Bei uns ist es Winter, bei euch vermutlich auch. Schnee. Wenn du durch den Schnee läufst, hinterlässt du Fußspuren, die nach kurzer Zeit verschwinden. Wenn ein Feind deine Spuren entdeckt, folgt er ihnen, bis er dich findet oder sie plötzlich enden. Okay. Neue taktische Maßnahme. Ja, das ist ja wunderprächtig. Wie immer habe ich keine Erläuterung dazu, was ich denn als Nebenziele hätte. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich hier töten darf oder nicht töten sollte oder... Ich denke auch, mein erstes Ziel wird vermutlich sein, zu ihm hier nach hinten zu kommen. Und ich nehme jetzt ebenso an, ich kann hier über die Seile spazieren. Wir machen es jetzt einfach mal ohne Töten, komm. Die Frage ist, sieht er jetzt Fußspuren auch auf die Entfernung, ja oder nein? Testen wir es mal. Warum hat dieses Hä? Das lenkt mich immer ein bisschen ab. In Ordnung. Ich glaube, ich mache doch eine tödliche Version. Einfach als halber. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Hier komme ich. Sie kann leider nicht über die Fässer nach oben klettern. Ich hätte jetzt erwartet, sie das kann. So ein akrobatisches Mädel und dann kann sie das nicht, oder wie? Das ist vom Feind besetzt. Okay, hier kann sie wieder nach innen.
Ich würde sagen... Sieht ihr jetzt die Fußspuren? Es reicht genau nicht. Okay. Wie weit kann sie pfeifen? Mhm. Moment mal, wie weit siehst du nochmal? Gott, ist es weit. Das ist jetzt nicht so einfach wie gedacht. Ich überlege mir gerade kurz was innerlich. Seid nicht erstaunt, dass ich so still bin. Ich bin etwas am Durchrechnen. Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Bitte sieh jetzt nicht. Er sieht die Fußspuren. Verflucht. Das war jetzt nicht ganz so gedacht. Das war jetzt mehr Zufall. Ich wollte eigentlich... Mein Plan wäre es gewesen, hier eine Falle zu stellen, dann ihn hier anzupfeifen, damit er rüberkommt. Hat aber auch so geklappt. Allerdings hat es einen Lebenspunkt gekostet. Was ist denn das für ein komischer Bau? Was macht denn die Leiter hier für einen Sinn? Wird hier noch ein Stockwerk angebaut, oder... Soll das ein Ausguck sein, oder ist es zum Licht anmachen? Also sprich, hier nachts die Öllampe zu entzünden. Ah, Fragen über Fragen. Okay. Kann sie von Hausdach zu Hausdach springen? Versuchen wir es mal. Weiter nach oben kommt sie nicht offensichtlich. Schade. Der sieht, glaube ich, nur bis hierher, oder? Es könnte relativ gefährlich sein, was ich jetzt gerade versuche. Ich mache eine kurze Zwischenspeicherung, damit ich nicht jedes Mal mit einem gleichen Ort beginnen muss. Denn ich bin jetzt unsicher, ob das klappt, was ich vorhabe. Nee, Moment mal. Eigentlich müsst ihr doch die Spuren sehen. Das reicht auch nicht. Ich bin am Überlegen, hier runterzuspringen, eine Falle zu stellen, dann wieder nach oben zu gehen. Aber ich weiß nicht, ob es zeitlich reicht. Denn dann könnte ich ihn eigentlich mit den Fußspuren hierher locken. Komm, wir versuchen es. Lassen wir es drauf ankommen. Bitte geh rein. Naja, dann halt ohne Falle. War wohl zu viel Wunschdenken. Mhm. Okay. Mhm. Alles klar. Dann würde ich sagen... Moment mal, ich bin immer noch unsicher, was die Fußspuren, wie genau die funktionieren. Jukri.
Da dürft ihr eigentlich, auf dem Boden dürft ihr eigentlich keine Fußspuren sehen. Wenn ihr jetzt die Fußspuren sehen würde, würde ich da hinein versuchen und dann anpfeifen und die na komm. Okay, nehmen wir an, ich gibt es nur diese beiden Ausgänge. Schauen wir es mal kurz an. Nee, Mädel, sei doch nicht so böse mit dir selber. Nee, schade. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Lassen wir wieder bleiben. Aber das funktioniert. Sehr schön. Jetzt ist die Frage, wer beachtet dich denn? Dich beobachtet niemand? Ja, das ist ja ein Geschenk. Beobachte ich wirklich niemand? Ja gut. Nein! Ich dachte, es beobachtet dich niemand. Warum? War zu laut. Jetzt geh doch in Deckung, Mädel. Warum? Warum? Warum hast du dich nicht bewegt, Mädel? Warum? Warum? Ich hab gedrückt wie verrückt. Nein. Oh. Schade. Ja gut, dann wir haben ja gelernt, es funktioniert nicht. Aber wir locken ihn jetzt einfach mit den Fußspuren an. So. Wundervoll. Bei dir schleichen wir direkt hier rüber. Da wissen wir in der Zwischenzeit, dass es nicht ganz so klappt, wie ich mir das erhoffe. Das heißt, wir machen es jetzt folgendermaßen. Ja, machen wir so, komm. Ich hoffe, das klappt. So. Perfekt. Den Teil haben wir auch. Da kann sie nicht rein. Da kann sie nicht rein. Jetzt wäre es in dem Fall das Ziel, die zwei zu töten. Oder das Ganze auszulassen und hier nach oben zu schleichen. Aber was relativ schwierig ist, wenn der die Leiter bewacht. Hier kommt sie gar nirgends nach oben. Das ist schlecht. Dann würde ich sagen, machen wir es doch auch wieder so. Wir locken ihn an. Komm. Nein! Nicht locken. Stellt hier eine Falle. Die Frage ist, löst sie die Falle aus, wenn sie selber drüber läuft? Ich hoffe nicht.
So. Na komm. Und tschüss. Gefällt mir. Gefällt mir ausgezeichnet. So, es gibt sicher noch andere taktische Möglichkeiten hier. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das wirklich so ist, wie ich es mir denke. Och, da kalt. Keine Bange, ich erlöse dich gleich. Es ist genauso, wie ich mir dachte. Sehr, sehr schön. Das ist ein Samurai, den kann ich, glaube ich, habe ich jetzt gerade vorhin gelernt. Wo stand's denn? Irgendwo habe ich gelesen, dass man Samurais nicht mit meiner Falle töten kann. Mhm. Aber den töte ich jetzt noch. Kannst du mir erklären, warum du hier nicht runterspringen willst? Ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt schief geht. Kurze Zwischenspeicherung. Eigentlich will ich was ganz anderes, aber... Nee, das funktioniert. Das sieht nur komisch aus. Okay. Dann, weg damit. Was haben wir denn sonst noch? Das Gebiet endet hier hinten. Zu meinem Vorteil. Okay. Ich glaube, ich hatte eine Idee, dass ich hier nach oben gehe und dann ihn hier hinten umschleiche, aber irgendwie sehe ich da kein... Ich sehe da keinen Vorteil drin, also ich bin dann hier hinten gefangen. Ich komme hier nirgends rein, bin in seinem Sichtkegel, setze da fest. Dann würde ich sagen, machen wir halt wirklich eine nicht tödliche Version. Und balancieren hier rüber. Perfekt, Mädel. Da schaut niemand hin, logischerweise. ごめん。厄介事を持ってきちゃった。さて、どうだろうな。それで何を見つけたんだ。あの男が書類を持ってる。言ってた通り、大きな家にいる。大きくて、卑しい侍をたくさん連れてる。後でどうにかしよう。まず 屋敷の中に入る必要がある。はい。入るのに2箇所見つけた。1つは北の門。もう1つは南ね。けど、どちらも鍵がかけられてる。その鍵があるはず。誰が鍵を持っているかわかりそうか。はい。そこの卑しい侍よ。 あの人の鍵が盗んで欲しがってる。中へ登って入り、奴から鍵を奪ったら中に入れてくれ。そしたら中で再会してさらなる計画を話そう。はい、お侍さん。Na gut, na gut. Kommen wir in dem Fall zur nächsten Phase. Oh, explosive Fässer.
Soll ich jetzt hier jeden Samurai... Ich mach das. Ich schalte jetzt wirklich jeden Samurai hier in diesem Level aus. Einfach, weil ich es kann. Ob ich es muss, ist eine andere Frage. Verfolgen wir mal dich ein bisschen. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Sehr gut gemacht, Mädel. Eine kleine Massenmörderin wird das richtig bei mir. Dann würde ich sagen, wir gehen hier nach innen. Und du kannst nachziehen. Dann seid ihr beide hier drin. Es wird leider eher jetzt eine kurze Episode, denn ich muss dringend etwas nachgehen. Wir sehen uns an dieser Stelle in der nächsten Episode wieder. Danke für eure Geduld. Nochmals. Ich bin immer noch erstaunt, dass ihr hier dabei seid. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so spannend, wie es für mich ist. So zum Zusehen. Aber es ist halt viel sondieren und dann halt die Planung und schlussendlich die schlechte Ausführung. In diesem Sinne, wir hören und sehen uns gleich wieder. Hoffe ich zumindest.